Einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. In der letzten Folge sind wir sehr rühmlich ans Ende gekommen. Nichtsdestotrotz, ich bin nochmal durch und wir sind jetzt hier diesen Weg. Ihr könnt kurz noch vielleicht in der alten Folge reingucken. Wir sind von da drüben gekommen, kommen wir raus. Da oben ist dieser Weg, wo ich abgestürzt bin, ne? Ihr wisst das. Jedenfalls sind wir jetzt hier hoch. Ich habe jetzt hier drei Räder erledigt und habe jetzt nochmal die Aufnahme gestartet, weil hier ein Weg nach oben ist. Und wenn ich mir jetzt hier das angucke, da geht auch ungefähr in die Richtung unser Ziel hin. Weswegen ich jetzt hier einfach mal reingehen werde. Auf gut Glück. Es wird mit Sicherheit nicht funktionieren, weil wir wahrscheinlich jetzt in ein komplettes Rädernest reinrennen. Aber nun gut, können wir irgendwas herstellen? Köterkeulen. Ödlandheimwerker, das ist schön. So. Ist ein bisschen ruckelig hier gerade. 30 FPS. Ungewohnt, aber nun gut, müssen wir mitleben. So. Hier geht's nicht weiter. Okay, ja, haben wir uns ins Boxhorn jagen lassen. Das ist nur eine kleine Räderstation, aber nichtsdestotrotz. Es muss ja hier irgendwo einen Weg geben. Also. Gehen wir mal weiter. Nichts gewesen. Genau, nichts gewesen. Und deswegen schauen wir mal hier. Wir müssen da rein. Irgendwie darüber rein. Und das muss doch machbar sein in irgendeiner Art und Weise. Hier waren wir doch vorhin auch. Jemand da? Da was sein? Ich habe eigentlich gar keine Lust auf euch. Oh, nein, nein, ich hab's gefunden. Ich hab Good Neighbor gefunden. Oh, er ist ja überhaupt nicht verwinkelt und versteckt. Das sieht ja mal, also, das sieht schick aus. Wir haben Good Neighbor erreicht. Ich gehe kaputt. Zum ersten Mal in Good Neighbor? Da solltest du nicht ohne Versicherung. Ach, bitte nicht. Bitte nicht. Versicherung? Ganz genau. Versicherung. Personenschutz, sozusagen. Du gibst mir alles, was in deinen Taschen ist. Sonst wirst du Unfälle haben. Schwere. Blutige Unfälle. Hey, immer mit der Ruhe. Wenn jemand zum ersten Mal durch dieses Tor kommt, ist er ein Gast. Lass diese Erpressungsscheiße. Was kümmert dich das? Er ist keiner von uns. Kein Respekt vor dem Bürgermeister, Finn. Ich hab gesagt, du sollst sie in Ruhe lassen. Du bist schwach. Was ist er denn? Wenn du weiter zulässt, dass Fremde hier machen können, was sie wollen, wird es eines Tages einen neuen Bürgermeister geben. Komm schon. Wir reden hier über mich, Mann. Also pass auf. Oh, oh. Wieso musstest du sowas sagen, hm? Du hast mir echt das Herz gebrochen. Alles klar bei dir, Bruder? Ja. Du hast ihn getötet. Deine Augen funktionieren schon mal. Ich glaube, du wirst gut hierher passen. Neighbor ist aus dem Volk, für das Volk, verstehst du? Jeder ist hier willkommen. Das sehe ich. Good Neighbor? So heißt der Ort hier? Ganz genau. Wir haben diese kleine Nachbarschaft mit Hilfe der Freaks und Sonderlinge geschaffen, die sonst nirgendwo willkommen sind. Du wirst schon sehen.
Wenn du dich mit genug Leuten anfreundest, wirst du das Örtchen schon bald dein Zuhause nennen. Solange du im Kopf behältst, wer hier das Sagen hat. Ein Ghoul. Hallo, Cleo. Hallo. Alles hier wird garantiert nach Wunsch verletzen, verstümmeln oder töten. Außer mir. Ich töte nur, wenn ich will. Aha, okay. Wer, was bist du? Ich bin eine Frau, Baby. Siehst du das denn nicht? Ja. Du siehst auf jeden Fall aus wie eine Frau, ja. Und auf mehr kommt es doch nicht an, oder? Also, hast du Interesse an meinem Angebot? Was hast du denn für Waffen? Wenn es töten kann, verkaufe ich es. Außer Selbstmordgedanken. Die lassen sich so schlecht abpacken. Also, kommen wir ins Geschäft. Na los, zeig her, was du hast. Zeig mal, was du so hast. Eine Waffe für jede Gelegenheit. Wir brauchen Munition auf alle Fälle für unser... Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wo ist es? Da haben wir nämlich 0 Schuss, 45er. Hier ist genügend Schuss dabei. 1500 Kronkorken. Naja, da werfen wir bestimmt noch ein paar andere Sachen rein. Ich nehme das mal an. Und dann gucken wir mal. Mein Schrott. Okay. Mal hier, da kriegen wir da bestimmt auch noch was verkauft. Verkaufen. Das lassen wir mal. Das ist schlecht. Boah. Weg. Das für den Hund. Okay, dann haben wir bestimmt noch ein paar Waffen oder so, die weg können. Die hier zum Beispiel, die Rauchgranaten, die sind wertfrei. Dönermesser. Die können wir mal wegpacken. Ich glaube, wir brauchen noch... Ach, shit. Da müssen wir doch was abgeben von unserem Brennstoff. Also Brennstoff könnten wir natürlich verkaufen, weil ich brauche keinen... Das ist doch der Schuss für den Flammenwerfer, ne? Ja. Meine Munition, Brennstoff. Den Flammenwerfer werde ich nicht benutzen. Okay. Fusionszellen bleiben. Kaliber 50. Da brauchen wir auch nochmal wieder Mini-Atombomben, Plasma-Kartuschen. Ich meine, wir sind gut ausgestattet. Das muss man dazu sagen, ja? So, wo ist die... So, jetzt müssen wir mal... 1500 Kronen würden wir kriegen, 800 weniger. Also irgendwas so. Passt. Annehmen. So, liebe Leute, wir haben wieder Waffenbank, können wir benutzen. Ah, herrlich, herrlich. Und wir können... So. Ich nehme den mal ein paar Sachen ab. Was haben wir denn hier? Daisy. Discounts. Nachbarschaftswache. Hi. Die stählerne Bruderschaft sollte sich besser von Good Neighbor fernhalten. Mehr sage ich nicht. Ha. Ich glaube, wir haben uns die richtige Ecke ausgesucht, dass wir mit den Minutemen unterwegs sind.
Old State House. Das scheint das Rathaus vom Dings zu sein, ja? Bis jetzt haben wir aber gar nichts. Dann gucken wir mal, ob wir den Doktor finden. Pass auf, und der Doktor wird wahrscheinlich dann auch noch ein Ghoul sein, ne? Schön sieht's hier aus. Was ist das hier? The Third Rail. Und deswegen kommt man nirgendwo nämlich rein, außer an diesem einen Ort. Gamla? Gamla? Laborstation? So, das können wir nachher machen. Also, offscreen. Hat mal. Alles keine wichtigen Personen jetzt hier. Ins Memory Den. Okay. Was wäre hier noch? Lagerhaus. Gut, dann gehen wir hier ins Memory Den. Ich bin gespannt. Höhle der Erinnerung. Lade. So. Das ist alles Diebstahl, was wir jetzt hier tun würden. Also pass. Sehen Sie an, Mr. Valentine. Huh. Ich dachte, du hättest mich schon vergessen. Die Höhle habe ich verlassen, Irma. Aber dich würde ich nie verlassen. Amari ist unten. Aha. Du alter Süßholzraspler. Hallo? Zu Amari? Sie ist unten. Okay. Nächstes Mal nehme ich dich mit und lauf dir hinterher, Fräulchen. Ja? Dr. Amari? Ja, warte mal. Wer bist du? Das ist wohl kein Höflichkeitsbesuch. Nick erklären lassen. Du hast den Vortritt, Nick. Wir müssen in Erinnerungen graben, aber das wird nicht einfach. Der Täter, Kellogg, ist schon mausetot. Seid ihr beide verrückt? Wenn wir mal außen vor lassen, dass ich eine Leiche schänden soll, ist dir klar, dass wir für die Simulatoren intakte, lebende Gehirne brauchen? Bitte. Nick meinte, du wärst die Einzige, die das schaffen könnte. Dieses tote Gehirn besitzt Infos über das Institut. Das größte wissenschaftliche Geheimnis des Commonwealth. Du brauchst es, wir brauchen es. Ach, gut. Ich werde sehen, was ich tun kann. Versprechen kann ich aber nichts. Hast du es dabei? Na klar. Das hier konnte ich finden. Was ist das? Das ist kein Gehirn. Das ist... Warte mal. Das ist der Hippocampus. Und was hängt da dran? Ein Neuralinterface? Diese Schaltkreise kommen mir bekannt vor. Überrascht mich nicht. Soweit ich weiß, ist Institutstechnologie immer ähnlich aufgebaut. Das heißt? Rede weiter. Mr. Valentine ist ein Synth der älteren Generation. Aber dank der ähnlichen Architektur könnte das Gehirnimplantat passen. Das ist allerdings unglaublich riskant. Wir schließen immerhin etwas an sein Gehirn an. Keine Sorge, Amari. Meine Garantie ist sowieso schon lange abgelaufen. Das weiß ich zu schätzen, Nick. Du kannst mir danken, wenn wir deinen Sohn gefunden haben. Fangen wir an. Wenn du bereit bist, Mr. Valentine, setz dich. Wenn ich plappere wie ein alter, zahnloser Söldner, zieh mich raus, okay? Es geht los. Du musst weiterreden, Mr. Valentine. Kleinste Änderungen deiner Kognitivfunktionen könnten gravierend sein. Fühlst du dich irgendwie anders? Ich sehe viele Blitze, Rauschen. Das gibt alles keinen Sinn, Doc. Das hatte ich befürchtet. Die mnemonischen Eindrücke sind kodiert. Ist wohl ein letzter Sicherheitsmechanismus des Instituts. Die Erinnerungen sind gesperrt.
Wie sperrt man Erinnerungen? Das Implantat kodiert die mnemonische Aktivität im Hippocampus. Wie bei einer Computerverschlüsselung. Und wir haben kein Passwort. Mal sehen, ein einzelner Geist kann das nicht knacken, aber zwei vielleicht schon. Wir setzen dich und Mr. Valentine auf die Memo-Sessel und schalten eure kognitiven Funktionen parallel. Aha. Er ist der Host und dein Bewusstsein durchforstet die Erinnerungen, die wir finden können. Okay. Was werde ich denn da drin sehen? Keine Ahnung. Doch da wir nur einen Teil des medialen Temporallappens und nicht das ganze Gehirn haben, wird es eher zusammenhangslos sein. Okay, na dann. Okay, legen wir los. Setz dich dorthin und drück die Daumen. Was soll ich sonst tun? Wir sehen uns auf der anderen Seite. Okay, Leute, jetzt wird's spannend. Ja, Doc. Leite ja, Gehirnwellenmigration zwischen Transplantat und Host ein. Mnemonische kann mich nicht bewegen. Aus dem Transplantat. Beschädigt, aber vorhanden. Wir versetzen dich in die stärksten Erinnerungen, die wir finden können. Eventuell sind sie nicht stabil. Warte. Okay. Irgendwas höre ich. Ja. Gut. Die Simulation scheint zu klappen, obwohl die Erinnerungen sehr bruchstückhaft sind. Ich führe dich durch die intakten Erinnerungen. Hoffentlich finden wir eine, die uns verrät, wo das Institut ist. Da. Das ist die früheste intakte Erinnerung, die ich finden kann. Vergiss nicht, du erlebst diese Erinnerungen aus Kelloggs Perspektive. Das fühlt sich vielleicht erstmal etwas seltsam an. Ich war ja so naiv. Was wusste ich schon über die Welt? Ich glaube inzwischen, sie wollte, dass ich ihn umbringe. Ich hätte es tun sollen. Stattdessen lief ich davon. Guck mal, hier sind Grognaks. Viele. Ich bildete mir ein, dass ich der RNK mit ihren vielen Regeln entkommen wollte. In Wahrheit lief ich vor der Schuld davon, sie nicht von meinem Vater beschützt zu haben. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Mama wusste, wie es war. Sie war sicher keine besonders sanfte Mutter, aber sie liebte mich. Auf ihre Weise. Und sie beschützte mich von meinem Vater, was ihr oft Schläge einbrachte. Ich habe nie erfahren, was aus ihr wurde, nachdem ich weg war. Ich wollte es nicht wissen. Nicht damals. Ja, das, bitte. Das ist ein Witz. Was bedeutet das, Mama? Ach, nichts, Conny. Die Leute reden gern und hoffen, dass jemand anders sie beschützt. Mein Lehrer in der Schule hat gesagt, mit der RNK würde alles so werden wie früher, wie vor dem großen Krieg. Hör nicht auf diesen Unsinn. Ich schick dich nicht mehr dorthin, wenn sie euch dort sowas beibringen. Ich geh raus. Wo zur Hölle hast du... Vater war entweder betrunken oder nicht da. Er war bestimmt mit einer der Raiderbanden unterwegs, aber er hat es mir nie gesagt. Ich weiß nicht, was Mama an ihm fand. Ich war früher kein solches Arschloch. Hör zu, Conny. Hier, nimm. Du bist jetzt alt genug. Du bist jetzt der Mann in der Familie. Du musst uns beschützen. Dein Vater kannst du vergessen. Aber du wirst nicht so wie er. Du bist ein guter Junge. Okay. Und was du im Radio hörst, nichts als leeres Gewäsch. Das Einzige, was dich in dieser Welt beschützen wird, ist diese Waffe. Du musst lernen, damit umzugehen, wenn du überleben willst. Das werde ich, Mama. Versprochen. Du kannst dich auf mich verlassen. Das hat er auch. Du bist schon immer mein guter Junge.
Diese Erinnerung hilft uns wohl nicht weiter. Da scheint noch eine intakte Erinnerung in zeitlicher Nähe zu sein. Da! Versuch's mal mit der. Ja, okay. Es wird alles gut gehen. Du wirst schon sehen. Aber wir kennen hier niemanden. Und jetzt mit der Kleinen? Komm schon, Sarah. Du musst uns eine Chance geben. Ich habe endlich eine feste Arbeit. Gut bezahlt ist sie auch. In der RMK gibt's sowas nicht. Ich sag ja nicht, dass es ein Fehler war. Ich sag nur... Bist du sicher, dass diese Leute wissen, was sie tun? Sie wirken ziemlich... Aber da komme ja ich ins Spiel. Wart ab. In ein paar Jahren habe ich meine eigenen Leute. Sobald ich die richtigen Verbindungen habe, dann bekommst du alles, was du willst. Und die kleine Mary auch. Mhm. Ich mache mir zum ersten Mal Sorgen um dich. Bestimmt meine Mutterinstinkte. Wer hätte geahnt, dass ich überhaupt welche Ach, komm, habe? Du bist eine tolle Mutter. Und um mich brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ich bin bei den Ski für die Sicherheit zuständig. Da muss ich nur dumm rumstehen und böse gucken. Dann haben sie ja genau den richtigen ausgesucht. Hör zu, es wird bestimmt schön hier. Hier, damit werde ich dich und Mary beschützen. Versprochen. Und dann hat er anderen das Kind geraubt. Sehr glücklich werden. Ja, das Traurige am Glück ist, dass man es erst erkennt, wenn man es nicht mehr hat. Man denkt vielleicht, dass man glücklich ist. Aber es wirklich glauben? Nein. Stattdessen hat man nur Unwichtiges im Kopf. Den nächsten Job oder sonst irgendwas. Nur wer die Vergangenheit mit dem vergleicht, was danach kommt, der weiß, wie sich Glück wirklich anfühlt. Du wirst sehen. Es war das Schlimmste, das ihr je passiert ist. Wenn sie mich nicht kennengelernt hätte, wäre sie im Hub geblieben. Vielleicht hätte sie jemanden getroffen, der sein Geld nicht damit verdient, sondern uns. Suchen wir weiter. Ich verbinde dich mit der nächsten. Wahrscheinlich wäre sie glücklicher gewesen. Und sie hätte bestimmt länger gelebt. Trotzdem, du hattest ein Kind. Wie kommt jemand wie ich dazu, eine Tochter zu haben? Eben. Ich habe sie nicht verdient. Nicht eine Sekunde. Wie es in dem Gehirn hier von Kellogg weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet soweit Spaß. Naja, Spaß ist relativ, also... Es zeigt sehr interessante Einblicke in die Psyche von diesem Typen, was mir noch nicht einleuchtet, wirklich, wie man es jemand antun kann, das Kind wegzunehmen, wenn man selber Kinder hatte. Mal schauen. In der nächsten Folge von Fallout 4. Bis dahin, euer Firefox. Ciao.